Ja, das ist ein Teil einer Abschlussprüfung aus der Berufsoberschule, Technikzweig. Gegeben ist die reelle Funktion f von x. Die Abbildungsvorschrift steht hier. In der Definitionsmenge der reellen Zahlen, man könnte auch schreiben, die Definitionsmenge von f ist r. Ja. Gut. Die erste Aufgabe. Untersuchen Sie das Verhalten der Funktionswerte f von x für x gegen unendlich. Also, was passiert mit den Funktionswerten, wenn x gegen unendlich geht? Zweitens, beweisen Sie, dass der Graph von f achsensymmetrisch zur y-Achse verläuft. Achsensymmetrie generell würde ja bedeuten, ich habe hier x, y. Wenn ich ja im negativen Bereich bin und werte einen Funktionswert bei minus x aus, ja, meinetwegen hier, dann bedeutet Achsensymmetrie, dass dieser Funktionswert sich decken muss mit dem Funktionswert f von x. Eins, drei. Bestimmen Sie für die Funktion f die maximalen Monotonieintervalle und geben Sie die Koordinaten und die Art der Extrempunkte des Graphen von f an. Dazu sage ich dann was, wenn wir bei der dritten Aufgabe angelangt sind. 1.4. Skizzieren Sie den Graphen von f für das Intervall von minus 4 und 4. Naja. Bei 1.4 ist dann die Skizze gefordert. Wir beziehen uns auf das Intervall. Wir müssen aufpassen, hier sind die Grenzen mit dabei. Also minus 4 ist mit drin. Und dann, naja, ist danach gefragt, wie schaut mein Graph in dem Verlauf des Graphen in dem Intervall aus? So, so oder so oder so oder so. Oder so, ja. Das werden wir jetzt mit der Analysis beantworten können. Gut. Also wir starten mal mit der Aufgabe 1, 1. Untersuchen Sie das Verhalten der Funktionswerte. Hier sind die Funktionswerte. Hier steht, wie man die Funktionswerte ausrechnet. Für x geht gegen unendlich. Ja gut, also wir schreiben jetzt diese Funktionswerte erstmal hin. Also Aufgabe 1, 1, f von x ist gleich minus 8, ja, minus 8 mal e hoch x geteilt durch e hoch x plus 1 quadriert. So, das Verhalten von f von x für x gegen unendlich, das bedeutet, wir müssen den Grenzwert untersuchen für x geht gegen unendlich. Ja, gut, das tun wir. Wir wissen, wie man die Funktionswerte ausrechnet, nämlich mit minus 8 mal e hoch x geteilt durch e hoch x plus 1 zum Quadrat. Jetzt haben wir die Situation, e hoch x geht für x gegen unendlich sicherlich gegen unendlich, aber ich habe hier ein Minus, also wenn hier eine Milliarde steht und ich multipliziere mit minus 8, ist das, was rauskommt, negativ. Also der Zähler geht sicherlich gegen minus unendlich und das hier ist aufgrund des Quadrats sowieso immer positiv. Ich habe hier e hoch x drin, geht auch für x gegen unendlich 1 dazu addiert und dann noch quadriert. Es bleibt immer positiv, aber es geht nach plus unendlich. Spielt aber keine Rolle. Wenn die Bedingung hier erfüllt ist, ja, ich habe hier unendlichem Zähler und unendlichem Nenner, dann kann ich den Satz des L'Hôpital verwenden, der besagt, ich kann dann den Grenzwert von, ja, der Ableitung untersuchen, und zwar die Ableitung von Zähler und Nenner separat. Ja, das sagt gerade dieser Satz von L'Hôpital. Also ich verwende hier diesen Satz von L'Hôpital. Das heißt, ich leite jetzt Zähler und Nenner separat ab.
Naja, e hoch x abgeleitet bleibt e hoch x. Das ist nur ein Vorfaktor, der bleibt auch. So, ist schon mal der Zähler abgeleitet. Hier haben wir eine äußere Funktion, nämlich das Quadrat. Wir müssen mit der Kettenregel arbeiten, also äußere Funktion erstmal ableiten. Jetzt die innere Funktion ableiten, das ist e hoch x. Und jetzt steckt hier nochmal eine Funktion drin, nämlich x, aber x abgeleitet ergibt ja 1. Okay. Ja, also erfolgreich die Kettenregel für den Nenner angewendet. Was können wir hier streichen? Wir können kürzen e hoch x mit e hoch x und vereinfacht sich das Ganze. Es steht minus 8 im Zähler, also eine Konstante. Und hier steht einfach 2 mal e hoch x plus 1. Wir könnten hier noch kürzen, dann steht hier 4. Ändert aber nichts an der Grenzwertuntersuchung. E hoch x geht für x gegen unendlich, insgesamt geht der Nenner gegen unendlich und insgesamt geht dann der Ausdruck hier gegen 0, denn hier steht ja nur eine negative Zahl. Ja? Der Zähler ist immer konstant und wenn der Nenner immer größer wird, dann geht ja ein Bruch auch gegen 0. Ja? Also es passiert hier mit diesem Term auch, ja, also haben wir den Grenzwert untersucht. Der Grenzwert für x gegen unendlich ist 0, ja. Der wird immer kleiner, wird 0,0000, was weiß ich, 1, 2, ja. Das ist natürlich, das nimmt man dann als Grenzwert die 0, ja. Gut, also. So, das war die Aufgabe 1.1. Ja. So, was muss man bei der Aufgabe 1.2 machen? Hier soll man was beweisen, und zwar die Achsensymmetrie zur Y-Achse. Gut, also gehen wir auf die Folgeseite. Aufgabe 1.2 zu zeigen, f von x ist gleich f von minus x. Ja, das ist aber äquivalent zu f von minus x ist gleich f von x. Wir müssen natürlich mit der Seite hier beginnen, weil, ja, das ist einfach nur die Abbildungsvorschrift, das nützt mir nichts, ja. Ich kann nur die Abbildungsvorschrift hinschreiben und dann, naja, auf das hier schließen. Ja, wir müssen schon mit der Seite beginnen, um minus x in die Abbildungsvorschrift einzusetzen. Also wir beginnen mit f von minus x, das bedeutet minus 8 mal e hoch x für x jetzt minus x einsetzen. So, im Nenner steht ja auch e hoch x jetzt für x minus x einsetzen. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier machen können. Ja, hier können wir das Ganze erstmal so schreiben. E hoch minus x plus 1 mal e hoch minus x plus 1. Ja, denn hier steht ja Quadrat. Gut, gehen wir mal damit auf die Folgeseite. F von minus x ist gleich. So, minus 8 mal e hoch minus x. E hoch minus x plus 1 mal e hoch minus x plus 1. Okay. Jetzt multiplizieren wir mal die Klammern aus. Was steht dann da? Minus 8 mal e hoch minus x. E hoch minus x mal e hoch minus x ist e hoch minus 2x. Denn hier geht eine Potenzregel mit ein. Potenzen, ja, mit gleicher Basis, in dem Fall hier e, werden miteinander multipliziert, indem man die Basis beibehält und die Exponenten miteinander addiert. Ja, also habe ich hier 2 mal minus x. Ja, das kann ich ja so schreiben, minus 2 mal x. Gut, hier ist e hoch minus x mal 1 zu rechnen, ist e hoch minus x. Hier ist einmal e hoch minus x zu rechnen, ist e hoch minus x. Und hier ist einmal 1 zu rechnen, ist 1. So, hier können wir zusammenfassen. E hoch minus x plus e hoch minus x ist 2 mal e hoch minus x.
Ja? Also die beiden lassen sich zusammenfassen. Also plus 2 mal e hoch minus x. Ja. Okay. So. Jetzt muss man einen Trick anwenden. Ja, man muss geschickt erweitern. Man erweitert hier mit e hoch 2x. Was passiert dann im Zähler? Naja, minus 8 mal e hoch minus x mal e hoch 2x. Im Nenner passiert Folgendes. E hoch minus 2x, ich habe hier drei Summanden, mal e hoch 2x plus 2 mal e hoch minus x mal e hoch. Ne? Mal e hoch 2x plus e hoch 2x. So, schauen wir erstmal den Zähler an. Ja, hier geht ja wieder das Potenzgesetz ein. E hoch x mal e hoch 2x ist sicherlich e hoch minus x plus 2x. Ja, und das ist natürlich e hoch x. Gut. Also bleibt im Zähler schon mal das gewünschte. Minus 8 mal e hoch x. So. Was passiert hier hinten? Na, hier ist e hoch minus 2x mal e hoch 2x zu rechnen. Das ist dann Basis beibehalten. E hoch minus 2x plus 2x. Das ist ja e hoch 0 und das ist nach Definition 1. Also steht hier erstmal 1. Plus, was steht hier? Das haben wir gerade berechnet. Da bleibt e hoch x, aber die 2 nicht vergessen. Also habe ich hier 2 mal e hoch x plus. Ja, und hier bleibt einfach e hoch 2x. So, streichen wir das mal weg. Jetzt sind wir schon ziemlich weit. Jetzt kann ich hier das Kommutativgesetz anwenden. Die Addition ist kommutativ. Das heißt, ich darf die Summanden tauschen. Also steht hier da minus 8 mal e hoch x durch e hoch 2x plus 2 mal e hoch x plus 1. Okay. Das kann ich wieder faktorisieren. Nämlich, das ist dasselbe wie e hoch x plus 1 zum Quadrat. Und das ist doch nichts anderes als f von x. Damit haben wir gezeigt, dass f von minus x gleich f von x ist. Also daraus folgt, f von minus x ist gleich f von x, QED. Damit ist gezeigt, dass der Graph zur Y-Achse achsensymmetrisch ist. Schauen wir nochmal zurück, was wir hier bei 1.3 machen sollen. Bestimmen Sie für die Funktion f die maximalen Monotonieintervalle und geben Sie die Koordinaten und die Art der Extrempunkte des Graphen an. Zu der Teilaufgabe mal etwas Grundsätzliches. Ja. Wenn wir eine Funktion haben, nehmen wir ruhig eine trigonometrische Funktion, den Sinus. Dann kann ich ja hier überall Tangenten anlegen. Das ist sicherlich die Tangente, die ich hier bei x0 anlegen kann mit der größten Steigung. Wenn ich dann weitere Tangenten anlege, dann bemerke ich schon, die Steigung, die wird immer flacher, bis sie dann irgendwann hier 0 wird, ja, die Steigung. Also hier bei x gleich 0 ist die Steigung am größten. Ja, gut. Dann sage ich mal, bei x0, wenn die Steigung am größten ist, mache ich mal hier einen Punkt. Dann wird die Steigung kleiner, bis sie 0 wird. Ja, gut. Also wird der Funktionsgraph von f', f' entspricht ja der Steigung, so ausschauen. Was passiert jetzt, wenn ich von dieser, ja, Steigung 0 nach rechts wandere und weitere Tangenten anlege? Ja, dann werde ich wieder, ja, eine Steigung aufbauen, die immer größer wird, je näher ich zu dem Punkt komme. Ja?
Hier ist dann die Steigung wieder extrem groß. Ja. Also verläuft der Graph von f' so. Ja. Weil hier ist ja die Steigung dann wieder extrem groß, aber negativ. Ja. Hier ist die Steigung ja positiv. Ja. Ich habe Plus in x und Plus in y. Hier habe ich Plus in x und Fall von den Funktionswerten her. Ja. Ja, ich kann natürlich jetzt hier wieder Steigungsdreiecke bilden, bis ich dann wieder hier eine Steigung 0 habe. Ja, würde der Funktionsgraph so weiter verlaufen. Jetzt kann ich meine Tangenten wieder anlegen und die Steigung wird immer größer und ist am größten an dem Punkt. Ja gut. Also haben wir sozusagen hier ein positives Vorzeichen auf den Graphen bezogen, ja. Hier ein negatives Vorzeichen, hier ein negatives Vorzeichen und hier ein positives Vorzeichen. Das hier ist ja f von x und auf das Beispiel bezogen ist f von x Sinus von x. Und das hier wäre ja f' von x und das ist der Cosinus von x. Ja. Wenn man mit den Ableitungsregeln vertraut ist, dann weiß man ja, dass die Ableitung vom Sinus stets der Cosinus ist. Wir haben es uns jetzt halt mal grafisch überlegt. Ja. Spielt ja keine Rolle. Was man aber feststellen sollte, ist, dass man aufgrund des Vorzeichens, ja, Vorzeichen von f' von x Rückschlüsse ziehen kann, wie der Graph von f von x verläuft. Ja. Wenn das Vorzeichen positiv ist, dann ist der Graph von f von x wohl streng monoton steigend auf das Beispiel bezogen. Ja. Wenn das Vorzeichen negativ ist von f' von x, ist wohl der Funktionswert f von x in diesem Intervall hier, ja, streng monoton fallend, ja. Und jetzt in dem letzten Intervall, ja, dem hier, nehmen die Funktionswerte ja wieder zu, ja. Und das ist genau dann der Fall, wenn das Vorzeichen von f' von x positiv ist. Ja. Und genau das ist jetzt gefordert. Also diese Kenntnisse sind jetzt gefordert zum Lösen der Aufgabe 1.3. Ja. Wir wollen jetzt 1.3 lösen. Gut. Also unsere Funktion ist f von x gleich minus 8 mal e hoch x durch e hoch x plus 1 zum Quadrat. Wir haben uns das jetzt hier überlegt auf die Funktion f von x gleich Sinus x bezogen. Ja, wir haben aber jetzt f von x ist diese Abbildungsvorschrift. Also ich brauche f' von x. Das heißt, ich muss diese Funktion ableiten. Also f' von x bilden. Jetzt kann man natürlich hier die Quotientenregel anwenden. Ich persönlich mag die Quotientenregel nicht so. Ich schreibe die Funktion erstmal um. Deswegen mache ich den Strich nochmal weg. Ich schreibe hier ein Produkt. Also minus 8 schreibe ich mal vor die Klammer und schreibe ich e hoch x mal e hoch x plus 1 hoch minus 2. Das funktioniert ja auch. Das ist eine äquivalente Darstellung zu der. Gut. Jetzt kann ich nämlich hier die Produktregel anwenden, die liegt mir etwas mehr. Also minus 8 mal, so, erster Faktor hier e hoch x ableiten, bleibt e hoch x. Ja, zweiten Faktor stehen lassen. Gut, jetzt
den ersten Faktor stehen lassen und den zweiten ableiten. Hier haben wir wieder eine Kettenregel anzuwenden. Hier haben wir Minus, also der Exponent kommt nach vorne. Und dann muss ich den Exponenten um 1 reduzieren, habe ich minus 3. So, nachdifferenzieren habe ich hier e hoch x und x abgeleitet bleibt 1. Also 1 mal e hoch x bleibt e hoch x. Also schon sind wir fertig. Jetzt fassen wir noch etwas geschickt zusammen. Wir sagen, wir schreiben das so, e hoch x plus 1 zum Quadrat. Ja, ich habe hier einen negativen Exponenten, das ist ja nichts anderes als das hier. Ja, also x hoch minus 2 ist ja 1 durch x Quadrat. Na, die Schreibweise muss man natürlich kennen, wenn man hier mit der Kettenregel und der Produktregel arbeiten will. Gut. Plus e hoch x und e hoch x fasse ich zusammen, ist e hoch 2x. So, dieses minus 2 schreibe ich mal daneben. So, das hier, naja, schreibe ich so, e hoch x plus 1 hoch 3. So, Klammer zu. Gut, jetzt steht hier Quadrat und hier hoch 3. Jetzt erweitere ich den ersten Teil mit e hoch x plus 1, weil ich gern die beiden Summanden zusammenfassen will, sprich, ich möchte auf Bruch schreiben. So, e hoch 2x mal minus 2 geteilt durch e hoch x plus 1 hoch 3. So, so sieht es erstmal aus. So, jetzt steht ja hier hoch 1, hier 2. E hoch x plus 1 hoch 2 mal e hoch x plus 1 ist ja auch wieder das Potenzgesetz. Ja? Potenzen mit gleicher Basis, hier e hoch x plus 1, werden miteinander multipliziert, indem man die Basis beibehält und die Exponenten miteinander addiert. Ja, und das ist sicherlich 3. Also ergibt diese Multiplikation e hoch x plus 1 hoch 3 genau das, was hier steht. Ja? Wir haben hier eine Addition. Ja gut, sieht sehr gut aus, denn wir können gleich mal dann auf Bruch schreiben, aber machen wir das in zwei Schritten. Wir haben jetzt hier e hoch x plus 1 hoch 3 mal e hoch x plus 1, ja, plus ja, minus 2 mal e hoch x durch e hoch x plus 1 hoch 3. So sieht es erstmal aus. Jetzt sehen wir, die Nenner sind gleich, ja. Jetzt kann ich ja auf Bruch schreiben. E hoch x mal e hoch x plus 1 minus 2 mal e hoch x geteilt durch e hoch x plus 1 hoch 3. So, jetzt müssen wir auf die Folgeseite. E hoch x plus 1 minus 2 mal e hoch x durch e hoch x plus 1 hoch 3 mal minus 8. Ja, schauen wir lieber nochmal zurück. Okay. So. Jetzt kann man mal hier ausmultiplizieren. Dann habe ich e hoch 2x plus e hoch x minus 2 mal e hoch x geteilt durch e hoch x plus 1 hoch 3. Den und den kann ich zusammenfassen. Ja. Gut. Also, ist gleich minus 8 mal der und der zusammengefasst bleibt minus, den und den kann ich ja nicht zusammenfassen, aber den anderen kann ich zusammenfassen, die beiden, ja. Muss immer schauen, dass der Exponent passt, ja. Die beiden kann ich nicht zusammenfassen, weil hier hoch x steht und hier 2x. Aber die beiden lassen sich zusammenfassen, denn e hoch x minus 2 mal e hoch x ist minus e hoch x, ja. Gut, also haben wir da stehen. E hoch 2x minus e hoch x. So, und hier steht e hoch x plus 1 hoch 3, richtig? Ja. Gut.
So, was können wir tun? Wir können ja diesmal den Balken nach oben schieben, ja, um nicht jedes Mal eine neue Seite zu öffnen. Das wäre mal geschickt. So. Okay. Dann löschen wir das mal hier unten und bleiben jetzt mal auf der Seite 6 etwas länger. Zur Abwechslung. Das hier können wir ja ausklammern. Dann steht ja da e hoch x mal e hoch x minus 1. So, e hoch x plus 1 hoch 3. Ja. Gut. Aber wir haben hier, glaube ich, etwas übersehen, oder? Gut. E hoch x. Das ist 2xx. Also, das macht e hoch 2x plus e hoch x minus 2 mal e hoch 2x, ja. Hier ist der Fehler. Ja, da muss man höllisch aufpassen. Ja, genau. Also, dann haben wir hier 2x, ja. 2x. So, und dann löschen wir mal die Zeile. Es ist gut, dass man das Ganze nochmal überprüft, ja, bevor man hier weiterrechnet und dann im Wald stehen bleibt. E hoch 2x plus e hoch x minus 2 mal e hoch 2x. Ja. E hoch x plus 1 hoch 3. So. Jetzt können wir die beiden zusammenfassen, ja. Jetzt funktioniert's. Gleiche Exponenten. Also steht da minus 8 mal so e hoch x minus e hoch 2x. E hoch x plus 1 hoch 3. So ist es richtig. Okay. So, das machen wir mal hier weg. Streichen wir die Zeile noch. Und jetzt machen wir das Folgende. Minus 8, so, mal, das x schieben wir mal besser zum e. Jetzt können wir e hoch x mal ausklammern, dann steht 1 minus e hoch x, denn e hoch x mal e hoch x ist e hoch 2x. Okay, soweit, so gut. Jetzt stört dieses Minus etwas, ja? Wie kann ich das Minus loswerden? Ganz einfach. Wir rechnen e hoch x mal minus 1 mal, also wir ziehen das Minus aus der Klammer raus, dann drehen sich natürlich die beiden um, ja. Dann steht hier e hoch x minus 1. So, e hoch x plus 1 hoch 3 bleibt im Nenner. Dieses Minus und dieses Minus heben sich jetzt auf zu Plus, ja, denn Minus mal Minus ergibt Plus. Also habe ich hier 8, ja. Man schreibt ja nie plus, ja, eine positive Zahl, die schreibt man immer ohne Vorzeichen. Also 8 mal e hoch x mal e hoch x, minus 1 geteilt durch e hoch x plus 1 hoch 3. Ja, so sieht das Ganze aus. So, und jetzt fassen wir mal etwas geschickt zusammen. Sagen wir, 8 mal e hoch x geteilt durch e hoch x plus 1 hoch 3 mal e hoch x minus 1 ist sicherlich f' von x. Das ist unsere Ableitung. Die können wir jetzt mal genauer anschauen. Ich mach mal das ist gleich hier weg, weil ich mir Schreibarbeit sparen will. Das ist jetzt unsere erste Ableitung. Und wir untersuchen jetzt mal das Vorzeichen von f' von x, ja. Wir wissen ja, warum wir das Vorzeichen untersuchen wollen. Das haben wir uns ja
genauer angesehen mit dem Sinus und dessen Ableitung, den Cosinus, ja. Aber diese Vorzeichenuntersuchung fällt relativ einfach aus, denn schauen wir mal den Teil hier an. E hoch x ist immer positiv, 8 ist immer positiv und der Term hier, ja, unabhängig von dem hoch 3, ist auch immer positiv und wenn ich was Positives mit einer ungeraden, ja, Zahl potenziere, dann bleibt die Zahl immer positiv. Anders wäre, wenn ich was Negatives hätte. Minus 1 hoch 3, ja, ist sicherlich minus 1 mal minus 1 mal minus 1. Ja, das wäre plus 1 mal minus 1, ja, ist minus 1. Also was Negatives mit einer ungeraden Potenz ergibt immer was Negatives. Aber da e hoch x plus 1 immer positiv ist, ist hoch 3 auch immer positiv. Also wissen wir zu dem Zeitpunkt, dass dieser Teil völlig irrelevant ist, um die Vorzeichenuntersuchung von f' von x zu bewerten. Der Teil hier ist ausschlaggebend für das Vorzeichen von f' von x. Ich kann das auch als g von x bezeichnen, ja? Dann schreibe ich f' von x einfach mal um, sage ich 8 mal e hoch x geteilt durch e hoch x plus 1 hoch 3 mal g von x. Ja? Und das Vorzeichen von f' von x hängt nur von g von x ab. Also g von x ist ja ex minus 1. Wann ist f' von x 0? Ja? Ja, f' von x ist dann 0, wenn das hier 0 wird. Ja? Weil das kann nie 0 werden. Das ist ja immer positiv. Ja, immer größer 0. Also wir schreiben, f' von x ist genau dann 0, wenn e hoch x minus 1 0 ist. Ja, aber das ist 0, wenn x gleich 0 gilt. Ja? Denn wenn x gleich 0 gilt, gilt ja e hoch 0 und e hoch 0 ist nach Definition 1 und 1 minus 1 ist sicherlich 0. Ja? Also haben wir die Nullstelle, die einzige Nullstelle von f' von x bereits gefunden. x0. Also fällt die Vorzeichenuntersuchung etwas mager aus, ja? Nämlich, ja, wir wissen, machen wir mal eine Skizze. Wir wissen, dass bei x gleich 0 f' von x gleich 0 ist. Ja, also f' an der Stelle 0 ist 0. Jetzt ist die Frage, wie schaut das Vorzeichen von f' in dem Bereich aus und in dem Bereich? Naja. E hoch x minus 1, ja, von dem Term hängt es ja ab, ja, das haben wir mit g von x bezeichnet. Wenn ich jetzt hier was Negatives reinsetzen würde, also irgendeine Stelle minus x, ja, dann ist doch der Term sicherlich, naja, negativ, weil hier steht ja minus 1. Ja, dann steht ja hier e hoch minus x minus 1 und das lässt sich ja schreiben als 1 durch e hoch x minus 1. Ja? Das ist ja kleiner als 1. Ja? Also dominiert der Teil. Also ist mein Vorzeichen hier in dem Bereich negativ. F' von x muss kleiner 0 sein. In dem Bereich ist es umgekehrt. Ja? In dem Bereich bin ich ja x größer 0. Ja? Und die Zahl e, ja, ist ja vom Wert her 2,7 Punkt, 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 ja. Also ist f' von x größer 0 in dem Bereich x größer 0. Und damit können wir die Frage 1, 3 beantworten. Die beantworten wir wie folgt. Da f' von x kleiner 0 für x kleiner 0 und f' von x größer 0 für
x größer 0 gilt, folgt daraus, dass f von x ist streng monoton fallend in Intervall minus unendlich bis 0 ausgeschlossen. Da ist ja der Funktionswert 0, ja. Also f' von 0 ist 0. Und f von x ist streng monoton wachsend in diesen Intervall. Ja, damit ist fast die Frage 1, 3 beantwortet. Denn es ist natürlich auch noch nach dem Extrema gefragt. Aber wir wissen ja, da f' von 0 gleich 0 ist, folgt daraus, dass, ja, also, das gilt und aufgrund dieser Untersuchung hier folgt jetzt, dass f von x, ja, einen Tiefpunkt bei, ja, Stelle 0 und f von 0 haben muss. Denn aufgrund der Vorzeichenuntersuchung hat sich ergeben, dass f von x streng monoton fallend ist in dem Intervall. Das bedeutet ja grafisch nichts anderes als, ja, der fällt in dem Bereich, ja, der fällt. Und in dem Bereich hier, ja, da steigen die Funktionswerte wieder, ja. Also muss ja hier unten ein Tiefpunkt sein, ja. Gut. Ja, und das kann man ausrechnen, ja. F von 0 ist ja nichts anderes, minus 8. Man kennt die Abbildungsvorschrift, e für x jetzt 0 einsetzen, e hoch 0 durch. Hier für x die 0 einsetzen, plus 1 zum Quadrat ist gleich. So, minus 8 geteilt durch 4 ist minus 2. Also haben wir den Tiefpunkt gefunden, beziehungsweise die Koordinaten vom Tiefpunkt waren gefordert und das ist jetzt in dem Fall 0 und minus 2. Ja, und jetzt war ja, schauen wir zurück, hier bei 1.4 noch eine Skizze gefordert, ja? Und zwar für das Intervall. Gut, jetzt haben wir ja alles, um die Skizze anzufertigen. Also A 1.4 Skizze. Ja, wir haben fast alles. Wir wissen, dass der Grenzwert für x gegen unendlich von f von x 0 ist. Jetzt wäre es schön, wenn wir auch noch den Grenzwert für, ja, x gegen minus unendlich wissen. Naja, die Abbildungsvorschrift ist minus 8 mal e hoch x durch e hoch x plus 1 hoch 3. Was passiert jetzt, wenn x gegen minus unendlich geht? Da schauen wir mal kurz. X geht minus gegen minus unendlich, dann habe ich hier minus 8 mal e hoch minus x. Hier habe ich e hoch minus x plus 1, so. Aber wir wissen ja, e hoch minus x ist gleich 1 durch e hoch x. So, dann geht das gegen 0. Also der geht gegen 0, insgesamt geht er hier unten gegen 1. Ne? Der Zähler ist aber entscheidend, das geht gegen 0. Also ist der Grenzwert auch 0. Also, das ist zwar nicht gefordert, aber ich bin der Meinung, ja, es ist sinnvoll, den noch schnell auszurechnen, um die Skizze, ja, gut genug anzufertigen, sage ich mal. Jetzt können wir skizzieren. Also wir haben hier y und x. Wir wissen, hier ist ein Tiefpunkt bei 0 minus 2, okay. Wir wissen, x geht für plus, also wenn x gegen plus unendlich geht, streben die Funktionswerte gegen 0. Wenn hier ein Tiefpunkt ist,
Ja, dann muss das Ganze natürlich so verlaufen. Ja? Und hier ist ja f von x gleich 0. Ja? Aber 0 wird ja nie erreicht. Ist ja ein Grenzwert. Also es strebt gegen 0. Also schaut es ungefähr so aus. Ja, und jetzt haben wir gerade berechnet, dass x, wenn x gegen minus unendlich geht, geht das Ganze auch gegen 0. Ja? Also muss die Seite vom Ast auch so verlaufen. So. Und jetzt müssen wir noch das Intervall beachten. Wir müssen schauen, dass wir hier dieses Intervall haben von minus 4 und 4. Naja, und dann schauen wir hier den Funktionswert an. Das muss ja dann aufgrund der Achsensymmetrie folgen, das ergeben. F von 4 ist gleich F von minus 4. Ja, das kann man noch schnell ausrechnen, dass man weiß, wie weit man hier skizzieren soll. Ja, das war jetzt die Skizze. Gut, damit war der Teil dieser Abschlussprüfung beendet. Ja, okay.